Mayday, Mayday, diese Meldung geht an alle Piloten da draußen. Wir haben ein gewaltiges Problem, von dem das Wohl der gesamten Welt abhängt. Eine so große Bedrohung, dass sich nur die Besten der Besten heranwagen sollten. Es geht um Folgendes. Die Crew vom Bauer Schmidt ist entlaufen. Wir brauchen jemanden, der sie wieder einfängt. Also, wer wagt es? Gute Arbeit. So oder ähnlich könnte der Funkspruch ausschauen, wenn Wing Island Realität werden. Dieses Flugspiel für die Wii kommt gänzlich ohne Ballerei und Action aus. Vielmehr geht es hier darum, insgesamt 27 Aufgaben auf 3 Inseln zu bestehen. So gilt es dann zum Beispiel, besagte Crew wieder einzufangen, seltene Vögel zu fotografieren, einen Waldbrand zu löschen oder Pakete an bestimmten Punkten der Inseln abzuliefern. Ihr steuert euer Flugzeug komplett mit der Wiimote. Neigt, dreht oder schwenkt ihr die Fernbedienung, wird die Bewegung sofort auf dem Bildschirm übertragen. Und ohne Witz, das funktioniert bis auf ganz, ganz wenige Momente, in denen ihr wirklich haargenau lenken müsst, ohne Probleme. In manchen Missionen steuert ihr gleich noch ein paar weitere Flugzeuge dazu. Mit dem A-Knopf und der entsprechenden Richtung wechselt ihr dann einzelne Formationen durch. Der B-Knopf ist immer für die Missionsziele zuständig. Hiermit schaltet ihr in den Fotomodus, aktiviert das Löschmittel oder werft das Netz, um die Wing Island Crew einzufangen. Die einzelnen Aufgaben sind direkt anwählbar. Habt ihr alle Missionen einer Insel erledigt, geht es weiter auf das nächste Island, wo ihr wieder als Retter der Stunde fungiert. Auf der einen Seite ist Wing Island eine willkommen friedfertige Geschichte, auf der anderen Seite geht dem Spiel relativ schnell die Puste aus. Die Aufgaben wiederholen sich viel zu oft, nach einer Stunde spielt es eigentlich keine Rolle mehr, ob ihr jetzt Waldbrände löscht, Medizin abliefert oder irgendetwas fotografiert. Ihr fliegt immer auf euer Ziel auf dem Radar zu, drückt im richtigen Moment den B-Knopf und das war's. Auch der Umfang insgesamt hätte durch größer ausfallen dürfen. Da frage ich mich doch, warum eigentlich nur 3 Inseln den Weg auf die Scheibe gefunden haben. An der Präsentation kann es ja eigentlich nicht liegen, auch wenn die Grafik einige nette Details zu bieten hat. Ganz witzig, wenn auch etwas unübersichtlich, ist der Zweispieler-Modus. Der zweite Teilnehmer steuert sein Fluggerät komplett mit dem Nunchuck, was allerdings auch bedeutet, dass ihr relativ eng aneinander sitzen müsst, da ja das Kabel nicht sonderlich lang ist. Aber egal. Hier tragt ihr entweder Zeitrennen aus, in denen ihr bestimmte Checkpoints passieren müsst, oder ihr geht auf Ballonfang. In diesem Modus zieht jeder Flieger einen Ballonschweif hinter sich her. Wer dem anderen Spieler mehr abgeknapst hat, ist der Sieger. Wie schon gesagt, Wing Island geht schnell die Puste aus. Das soll aber nicht heißen, dass das Spiel die ultimative Totalgurke wäre. Mir hat es anfangs eine Menge Spaß gemacht, eben weil die Aufgaben sich mal nicht um alles kaputtballern und Zerstörung pur drehen. Es ist ein bisschen wie mit Pilotwings. Das legt man mal ein, um ein wenig zu entspannen, danach passt schon wieder alles. Dann aber wiederum gibt es bei Pilotwings mehr Fluggeräte, variantenreichere Aufgaben und mehr Dauermotivation. Deswegen sollten nur diejenigen zugreifen, die wirklich dringend auf Wii in die Lüfte steigen wollen.